Was geht ab, meine Z-Fighter Hose hier, und heute stellen wir uns der Frage, wie gut ist denn das neueste Free-to-Play-Team mit den ganzen Free-to-Play-Metal-Cooler? Und zum einen, wenn man das Team sich einfach mal nur so anschaut, dann sieht das auch ziemlich, ja, cool aus. Hahaha, nein, aber Spaß beiseite. An sich, optisch sieht das schon wirklich sehr cool aus und sie synergieren natürlich auch gut. Dennoch, lasst uns aber erstmal die ganzen Informationen zu den Charakteren uns anschauen, beziehungsweise woher bekommt man sie, und dann will ich das Team testen, so wie es in einem Prime Battle Event nutzbar ist, denn mit einem Prime Battle Leader, also mit einem Free-to-Play Leader, der aus einer Stage droppt, also das ist quasi der Leader, der gerade gesetzt ist, der Strength Metal Cooler, aber dann würde ich sie auch gerne in einem Dokkan Event testen mit an sich einem Free-to-Play Leader, wie zum Beispiel den LM Metal Cooler Corps. Das ist der Plan für heute, Freunde, und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, wie das Team funktionieren wird. Schauen wir uns erstmal an, woher bekommt man denn diese ganzen Metal Cooler und warum kann man denn alle Metal Cooler im Team spielen? Freunde, denn die Metal Cooler, die ihr gesehen habt, außerhalb vom Nieder, die haben alle einen unterschiedlichen Namen. Denn sie haben den Zusatz, dass sie im Namen noch ihren Typus haben. Beispielsweise heißt der AGL Metal Cooler, Metal Cooler in Klammern AGL. Deswegen kann man alle spielen. So, woher bekommt man jetzt nun zum einen den Free-to-Play-Leader aus Stage 3 des neuen Events, Freunde? Und eine wichtige Information, ihr könnt die Drop-Rate hier erhöhen, beziehungsweise habt ihr eine erhöhte Droprate, wenn ihr, oder um es richtig zu sagen, man erhöht quasi nicht die Droprate, sondern man erhöht die Chance, mehrere Items zu ziehen, beziehungsweise mehrere Drops zu bekommen, indem man die Wick Bloodline Kategorie mitnimmt. Jedenfalls, Freunde, wie gesagt, aus Stage 3 bekommt ihr den Free-to-Play Leader. Dieser Free-to-Play Leader, es geht. Ich hätte mir gewünscht, dass man ihn vom Leader Skill besser macht, weil sein Leader Skill ist ein bisschen wenig. Also er gibt der Weak Bloodline Kategorie Keep plus 2 HP Attack und auf 30%, ist aber noch ein Supporter für die Weak Bloodline Kategorie. Also der ist gar nicht mal so schlecht. Bei ihm ist das Ding, er heißt halt Legit Metal Cooler. Heißt, wenn ihr den AGL Metal Cooler habt oder den Inter, könnt ihr diesen nicht spielen. Aber jetzt die anderen Charaktere. Wie ihr seht es, dieser Metal Cooler ist im Namen noch im Klammern AGL, der Tech und so und so fort. Im Prinzip sind sie wirklich alle gleich. Diese Free-to-Play-Charaktere, ich werde euch gleich zeigen, woher man sie bekommt. Zum einen bekommen sie pro Weak Bloodline-Kategorie-Mitglied im Team auf den Angriff und auf die Verteidigung 15%. 80% ist das Maximum, das zählt für jeden. Und dann haben sie noch im zweiten Passive-Teil etwas anderes. Der AGL zum Beispiel gibt jedem Verbündeten Keep plus 2, wenn die HP 50% und drüber sind. Der Tech an der Stelle verringert den Angriff des Gegners für 2 Runden um 20%. Int hat hier an der Stelle, dass er 5% HP am Anfang der Runde sich, also hielt, er regeneriert 5% HP am Anfang jeder Runde. Und der hier gibt für jeden Mitglied 15% auf Angriff und Verteidigung. Der physische an der Stelle hielt sich um 15% am Damage, den er verrichtet hat. Und wie gesagt, die kann man alle im Team spielen, weil die im Namenszusatz eben noch ihren Typen haben. Woher bekommt man jetzt die? Aus Stage 4. Diese ganzen Metal Cooler mit dem Namenszusatz ihres Typen droppen auf Stage 4 und die Medaillen, die ihr braucht, um sie zu awaken, aber auch um sie zu awaken, droppen auf Stage 5. Die Sache ist jetzt, das ist schon ein Gefarme, das ist schon ein wirkliches Gefarme, wenn man diese Charaktere erfarmen will, auf SC 10 bringen will. Warum? Beispielsweise, sie droppen als SR und ihr braucht, um sie von der SR-Stufe auf die SSR, also um sie zu Z-Awaken, braucht ihr 10 von den Metal Cooler Medaillen. Das sind nicht die üblichen Z-Awakening Medaillen, sondern das sind die Metal Cooler Medaillen. Dann habt ihr ihn Z-Awaken. Erst dann könnt ihr ihn sie, aber jeden einzelnen Dokkan awaken, indem ihr dann weitere 10 Metal Cooler Medaillen nutzt. Und dann werden sie quasi zu der Form, in der sie mehr oder weniger nützlich sind. Und dann müsste sie nochmal hier sie awaken, aber dann braucht ihr nicht mehr Metal Cooler Medaillen, um sie dann auf den UR-Status zu haben. Und das muss man für jeden Typus machen, also 5-mal. Zum einen muss man jeden 5, also alle 5 natürlich auf SL10 farmen. Und die Sache ist, wenn ihr sie dann noch dupen wollt, ihr seht, ich habe bei den Physischen noch 4 SR, dann müsste ich jetzt diese 4 einzeln noch Dokkan awaken. Heißt, ich bräuchte für jeden einzelnen nochmal 20 Metal Cooler Medaillen, um dann quasi 4 Dupes zu haben. Und das müsste man für alle machen. Deswegen ist das ein wirkliches Gefarme. Und by the way, ich habe es noch nicht erwähnt, der Strength Metal Cooler, bevor ich es vergesse, der hier, der ist natürlich eine farmbare Esse für den AGL Metal Cooler, für den neuen und für den Int Metal Cooler, aber nicht für LR Metal Cooler, denn LR Metal Cooler heißt LR Metal Cooler Army. Genau so. Also, was ich jetzt im Prinzip gemacht habe, Freunde, jetzt wissen wir, woher man die Charaktere bekommt, was sie drauf haben. Wir werden gleich sehen, wie gut sie sein werden. Wie gesagt, der in der Pass ist ein Supporter. Er gibt der Wick Bloodline Kategorie Attack unter 25% und erhöht ihre Crit Chance um 5%. Mehr oder weniger haben alle dieselben Link Skills.
Auto-Regen, Fusion, Deficit Boost, Brutal Beatdown, Thirst for Conquest, Strongest Clan in Space. Also sie linken sich auf jeden Fall gut, so ist nicht. Als Free-to-Play-Charakter linken sich gut, sie machen alles Supreme Damage. Der hier erhöht zudem noch Extreme Class verbündeten Angriff für, um 20% für eine Runde. Aber außerhalb davon sind sie wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber, ja, ich habe sie nicht auf 100% gebracht. Denn ich habe hier zum einen, es ist wirklich sehr ressourcenreich. Also man muss wirklich sehr viel farmen. Falls ihr sie dennoch dupen wollt, dann würde ich auf jeden Fall bei jedem auf Crit gehen. Den Rest auf Additional Attack. Das ist an sich eh die Faustregel. Die meisten Charaktere profitieren einfach mehr davon, wenn man am meisten bei ihnen auf Crit geht. Den Rest auf Additional Attack. Nur manche Charaktere in seltensten Fällen geht man auf Additional Attack. Das sind die Charaktere, die schon sich von sich aus sehr effektiven Schaden machen. Wie beispielsweise die ganzen Gogeta. Oder dann quasi Dodge gibt man im seltensten Fällen. Dodge gebe ich einfach nur gerne eigentlich Support-Charakteren, die ich in Super Battle Road mitnehme, damit sie eine Dodge-Chance haben und nicht so viel Schaden bekommen. Primär werde ich darauf achten, ob dieses Team sich auch für Free-to-Play-Spieler lohnt, die neu angefangen haben, um die ersten Stages zu schaffen oder vielleicht auch Dokken-Events. Aber ist das auch, wie gesagt, eine Alternative für einem bereits bestehenden Free-to-Play-Team, den man hat, zum Beispiel den Free-to-Play-Ginyu-Force-Team? Die Sache, der größte Vorteil an dem Free-to-Play-Ginyu-Force-Team ist, dass ihr Prime-Battle-Leader Namek Gohan einen besseren Boost hat. Der hat nämlich Ki plus 3 77%. Dieser hat nur Ki plus 2 30% auf alles. Das ist wenig. Da gebe ich dem Ginyu-Force-Team auf jeden Fall den Vorteil. Dieses Team hier synergiert sicherlich besser wegen Linksys und dem Passive, aber das Ginyu-Force-Team hat aktuell einen besseren Prime-Battle-Leader, aber auch an sich einen besseren Free-to-Play-Leader, weil LR Ginyu ergibt ja 100% für die Ginyu-Force und der Leader von dem Free-to-Play-Metal-Cooler, sag ich mal, gibt Extreme Class 70% Ki plus 3. Man könnte hier natürlich auch jeden anderen Free-to-Play-Leader nehmen, wenn man das Ganze als Free-to-Play-Team sehen will, zum Beispiel LR Genki Dama Goku oder die LR aus dem Super Battle Road, aber ja, das alle, also LR Genki Dama Goku braucht man 1000 Tage, um es einzuloggen und die anderen sind Super Battle Roads auch schwer. Ich meine, der ist im Battlefield, so ist nichts auch schwer, aber dennoch gebe ich den Ginyu-Force Team Sex Leader Skill auf jeden Fall den Bonus. So eine Sache noch, bevor wir in ein Prime Battle springen, nämlich, man kann natürlich auch den Free-to-Play Broly als Leader für das coole Team nehmen, denn er gibt ja Mui-Boss-Charakter, den Keep User HP Attack und 50%, also meiner Meinung nach vom Leader Skill natürlich der bessere und für ein Prime Battle Team kann man ihn auf jeden Fall auch als Leader nutzen. Ich hätte auch Prime Battle LF Freezer mitnehmen können, aber da es sich quasi um ein cooler Video handelt, nehme ich den Cooler als Leader jetzt, den Free-to-Play-Cooler, und dann teste das Ganze mal in einem Prime-Battle und danach im Dokken-Event. So, alles klar, dann gucken wir uns das Team mal in einem Prime-Battle-Event an. Also ich sag schon mal auszuweg, das Team wird auf jeden Fall Prime-Battles schaffen. Wird es sicherlich, auch mit dem Leader-Skill. Muss natürlich aufpassen, ja, wenn man eine Ulti bekommt, kann es auf jeden Fall wehtun. Dennoch wird es auf jeden Fall schaffen. Die Sache ist halt, Alternative, ist es ein gutes alternatives Team? Schon, aber wenn man, wie gesagt, ein Ginyu-Force-Team hat, Ginyu-Force-Team hat einfach einen besseren Leader-Skill, den besseren Prime-Battle-Leader-Skill oder dann jetzt auch für den nächsten Prime-Battle ein Free-to-Play-Pure-Saiyans-Team mit LR Super Saiyan Vegeta als Prime-Battle-Leader, dann sind die zwei Teams halt besser, einfach wegen dem Leader, meiner Meinung nach, auf jeden Fall. Also, ihr müsst jetzt nicht unbedingt, wenn ihr schon ein Prime-Battle-Team habt, falls diejenigen nicht wissen, was ein Prime-Battle-Team ist, was meine ich mit Prime-Battle-Team? Prime-Battle-Teams sind diese Teams, die halt komplett Free-to-Play sind, weil also sind halt Teams, die man im Prime-Battle mitnehmen kann, weil da darf man ja nur Free-to-Play-Charaktere mitnehmen, die aus einer Stage gejobbt sind. Und das war ich mit Prime-Battle-Teams, da geht es dann primär auch um die Leader. Und ja, wie gesagt, wenn ihr schon ein Ginyu-Force-Team habt, oder ein Prime-Battle-Pure-Saiyans-Team, vor allem das Prime-Battle-Pure-Saiens-Team, wurde mit den 8-Bit-Charakteren nochmal, haben dann nochmal zwei gute Free-to-Play-Charaktere hinbekommen, dann bräuchte ich nicht unbedingt, Freunde, dann braucht man nicht unbedingt ein Prime-Battle-Metal-Cooler-Team, sage ich mal. Also auf jeden Fall, ja. Ist halt vielleicht interessant für die Neueinsteiger, die jetzt neu angefangen haben oder so und für das nächste Prime Battle sich ein Team holen wollen. Das Team kann man schon nutzen, aber das Problem ist, ich glaube, ich würde auch quasi jemanden, der gar kein Prime Battle Team hat, empfehlen, eher das Ginyu Force Team zu holen. Wegen dem Leader, ganz einfach wegen dem Leader, weil die Ki plus 3 70% sind viel besser. In dem Fall sind es nur Ki plus 3 30%, das ist wenig für einen Prime Battle. Sorry, Voice Drop für einen Prime Battle. Selbst wenn man den Broly als Team nimmt, der Broly macht es auf jeden Fall auch sicherlich gut als Leader, aber das sind auch nur Ki plus 3 50%, also es geht auf jeden Fall, in jedem Fall besser, sage ich mal. Deswegen ist auf jeden Fall ein nettes Team, das Free-to-Play cooler Team, ein gutes Prime Battle Team. Klar, sie sind bei mir nicht auf 100%, aber zum einen ist der Grind anstrengend, zum zweiten
sind auch Orbs wichtig. Also sie haben ja keine eigenen Orbs. Man braucht die normalen Orbs. Und auch für Free-to-Play-Spieler sind Orbs wichtig. Da würde ich lieber meine Orbs bewahren für andere Charaktere, statt für diese Free-to-Play-Charaktere. Also ich sag mal so, ist auf jeden Fall ein nettes Team, ein nettes Free-to-Play-Team für ein Prime-Battle. Wenn man keins hat, kann man es nutzen. Warum nicht? Wenn man schon eins hat, muss man es nicht unbedingt haben. Wenn ihr an sich das Spiel Team spielen wollt, holt es euch einfach, testet es auch. Testet es aus. Am Blau! Aber, wie gesagt, eigentlich gibt es da nicht mehr zu sagen. Es ist einfach ein nettes und gutes Team. Die anderen sind halt besser, um ehrlich zu sein. Ganz einfach. Auch wenn sie gut synergieren, sich gut linken, gute Pässe haben und so fort. Die anderen, die sind halt, die haben die eigenen Orbs. Das Genie-Force-Team hat die eigenen Orbs. Das ist schon allein der riesige Vorteil. Und die haben bessere Prime-Battle-Leader. Sowohl als auch normalen Leader, sag ich mal. Also Free-to-Play-Leader. Aber, ja. Prime-Battle schafft man mit diesem Team auf jeden Fall. Muss man trotzdem aufpassen, ich muss jetzt ein Item aktivieren. Mit dem Genie-Force-Team bin ich auch so blind durchgegangen, sag ich mal. Interessant wird es dann danach im Dokkan-Event, ob dieses Team das neueste Dokkan-Event schafft. So, jetzt wird es halt wirklich interessant. Ich meine, das Team wird auf jeden Fall sicherlich ältere Dokkan-Events schaffen. Aber ob es jetzt, ich erwarte vielleicht auch viel von dem Team, weil dieses Dokkan-Event ist wirklich sehr schwierig von dem neuen Metal Cooler. Aber wenn dieses Team das, ich werde mein Bestes versuchen, wenn wir mit diesem Team dieses Dokkan-Event schaffen, wirklich Props an die Charaktere dann, also wirklich. Weil das ist ein sehr, sehr schwieriges Dokkan-Event, Freunde, ich erzähle euch da wirklich nichts. Die Älteren schafft dieses Team sicherlich, Prime Battle haben wir gesehen, schafft es auch. Ist auf jeden Fall gut. Wobei bei Prime Battle Teams, finde ich die anderen Prime Battle Teams besser, muss ich ehrlich gestehen. Einfach wegen dem Leader auch. Aber die Sache ist auch, diese Charaktere bei den Coolern, da ist eigentlich Luft nach oben. Denn sie sind ja Max Level 100. Nicht 120, man könnte sie eigentlich noch ein Theo Awakening geben, aber das haben sie ja nicht. Deswegen, ja, ich muss ehrlich sagen, die anderen Prime Battle Teams sind besser. Ihr könnt logischerweise diese Coole auch in anderen Teams spielen. Zum Beispiel, wenn ihr mal Charaktere braucht in eurem Wicked Blood Team, dann könnten sie auf jeden Fall auch mitnehmen. So ist nicht, das kann man machen. Gut, jedenfalls, ich werde mich jetzt versuchen zu konzentrieren, weil das ist wie gesagt schwierig. Ich habe schon eine kleine Taktik, aber das hängt auch mehr oder weniger vom Zufall ab. Es wäre gut, wenn ich meinen Doka-Mode kriege, nämlich wenn ich gegen alle auf einmal kämpfe und dann den Doka-Mode auf Elemental Cooler gebe. Weil die Stage, die dritte Phase in diesem Land, ist echt schwer. Das ist schwierig. Das ist, man bekommt wirklich sehr viel Schaden. Wenn ich da einen Doka-Mode bekomme, wäre es wirklich ideal. Eigentlich hätte ich diese Runde hinauszögern sollen. Und hier meinen Doka-Mode aufzubauen. Also ich hätte mit Elemental Cooler eigentlich nicht angreifen sollen. Eigentlich, legit. Ja, was soll's, haben wir es schon gemacht, macht nichts. Ich muss einfach versuchen, so viel wie möglich Orbs einzusammeln mit den ganzen Charakteren. Genau, Freunde, wie gesagt, ich muss auf jeden Fall konzentrieren, ich werde mein Bestes geben, um das Ding hier zu schaffen. Wenn euch das Ganze im Endeffekt gefällt, könnt ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und falls ihr neu seid, Freunde, wir sind kurz vor den 22.000 Abonnenten und unser nächstes Ziel ist quasi 24.000 Abonnenten wegen dem 24-Stunden-Stream. Heißt, wenn ihr das Ganze unterstützen mögt, dann dürft ihr dem Ganzen auch gerne ein Abo geben. Jede Unterstützung zählt auf jeden Fall und über jede bin ich auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. So. Weniger dankbar bin ich über diese Orbs, Anzahl an Orbs. Ich muss halt echt aufpassen, ich brauche einfach auch Glück, ja. An sich, am besten bekommt immer Elemental Cooler eine Super Attack ab. Oder halt, wenn ich einen Typenvorteil habe mit den Coolern, mit den anderen Coolern. Weil die anderen bekommen schon viel Charme. Wir haben nicht mal 200.000 Leben. Wir sind unter Double 70% Lead, liegt an Elemental Cooler. Aber, ja, Elemental Cooler, boah, warum? Mach langsam. Eigentlich will ich, wie gesagt, meinen Doka-Mode wirklich aufbauen. Wir sind jetzt mehr oder weniger bei der Hälfte. Ich hoffe, die Runde geht noch ein, zwei Runden. Ich brauche diesen Doka-Mode unbedingt in der dritten Phase. Der wird mir übertrieben viel helfen. Ich glaube, der letzte wird ulten. Nein, okay, sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ich brauche einfach diesen Doka-Mode. Und wenn ich dann so Müll-Orbs sehe, dann... Bide, ja, sehr schön. Guck mal, diese Route ist sehr, sehr gut gewesen. Ich brauche... Ich wiederhole mich, glaube ich, gerade die Land. Nein, was ist los? Hä? Sorry. Ach so. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die Verbindung geleckt hat. Oder weil es schwarz wurde, weil ein Angriff gezählt wurde. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber ich hatte kurz Black Screen. Sorry dafür. Ich glaube, es lag an mir. Oh nein, wer bekommt die Super Tech? Ah. Elemental Cool hat den bekommen. Ah ne, wer hat die. Ich hab den physischen nicht ganz nach rechts gestellt, da kommt noch ein Angriff. Oh, ich depp, okay, okay, egal, nicht. Oh, oh. Ich brauch Orbs. Verdammt, ich hab kein...
Ich bin meilenweit entfernt von dem Dokkan-Mod. Und ich frag mich, warum. Verdammt nochmal. Ja, okay, meilenweit nicht. Ich hoffe, ich bekomme nächste Runde viele Orbs, weil die Runde kann ich dann Ghost Usher und die Runde drauf hätte ich dann Dokkan-Mod. Hoffentlich. Ghost Usher aktiviere ich so oder so jetzt, weil ich will den zumindest einen rausnehmen. Oh, da sind sehr schöne und viele Orbs. Sehr gut. Ich konzentriere mich mal auf den. Elemental Cooler bekommt dann die ganzen Orbs hier. Für den Dokkan-Mod. Ah ja, Dokkan-Mod bin ich schon noch ein bisschen weit entfernt. Das gibt's doch nicht. Ich werde den auch nicht in der nächsten Runde bekommen. Aber Hauptsache, ich kann mal einen von denen rausnehmen. Hoffentlich. Naja, was ich auch schade finde an den Free-to-Play-Metal-Cooler-Charakteren, also die mit dem Namenszusatz ist, keiner von denen hat leider in der SA noch irgendeinen Zusatz. Keiner von denen kann zielen, stunnen oder so, das merkt man schon. Sie machen nur Supreme Damage. An sich sind sie gar nicht mal so schlecht, wirklich von der Passive her, dass sie bis auf 80% Attack und Death kommen und sich gegenseitig ein bisschen boosten, healen und so fort. Aber, ja, hätte einer von denen zielen oder so, das wäre echt geil. Und eigentlich ist da echt schon noch Luft nach oben bei den Charakteren. Okay, Luft nach oben ist aber bei mir nicht mehr am Start. Da hinten sind 4 Strength-Charaktere. Okay, ich muss das so machen. Wen will ich rausnehmen? Wen kann ich rausnehmen? Vielleicht den Strength-Charakter da ganz hinten, um zu sagen. Voice Drops. Omaiwa Moshinderu Nani. Dokkan-Mod wird es diese Runde nicht, aber nicht. Oh, ich war. Ich habe zwar Full Life, aber ich bin mir nicht sicher, ob ein Whis reicht. Komm schon, bitte, Game, mach keinen Käse. Komm schon, ultet alle LML Cooler, bitte. Der hat noch die meisten Defensive, sag ich mal. Oder LML Cooler, nimm den Strength mal raus, komm, lass mal ein paar. Also, die Sache ist mit LML Cooler ist, aktuell auf Global, der hat nur eine. Wow, Gott, ey. Der hat nur bis zu 3 Dupes gerade. Ein Dupe fehlt noch über das Battlefield, sollten wir noch bekommen, früher oder später. Und sowohl meiner als auch der Friend hat 3 Dupes. Okay, wir haben Typenvorteil mit dem. Whis aktiviert. Ah. Tut trotzdem weh auf jeden Fall. Aber ist halt, weil wir Double 70% Lead sind. Okay, gut, wir haben das gut überstanden. Nein, haben wir nicht. Verdammt! Ah, das ist Strength. Okay, Typenvorteil auch. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt aber. Jetzt brauche ich die Ultra Super Attack. Und zwar. Verdammt. Nicht so viele Orbs, Meister. Nicht so viele schöne Orbs. Ah, jetzt habe ich einen Dokkan-Mod auf jeden Fall. Das gefällt mir. Aber ich werde auf jeden Fall noch ein Item aktivieren. Damage Reduction her damit. Und dann geht der Tag noch bitte auf den AGL. Oder auf den Füße. Ja, geil. Ich habe den Dokkan-Mod. Gott sei Dank habe ich das geschafft. Jetzt bin ich drauf gespannt. Komm schon, hoffentlich bekomme ich einen Crit. Boy, du hast 3 Dupes. Mach irgendwas Gescheites. Finger zittern. Finger sind ruhig, Daumen ist stark auf jeden Fall. Ey, bitte, bitte, die Sache ist ja noch, danach kommt ja noch eine Phase. Dann kämpfen wir gegen AGL Metal Cooler und der Penner hielt sich die ganze Zeit hoch. Das ist ja das, was ich gemeint habe. Keiner von denen hat ein Ziel oder einen Stun oder so. Könnte echt problematisch werden, die Runde drauf. Komm schon, mach guten Crit oder so, mach irgendwas. Ja, perfekt, my boy. Sehr schön. Oh, ey, wenn wir dieses Dokument schaffen, Props, die sind nämlich nicht auf 100%. Oh, Ein bisschen haben wir noch. Noch sind wir nicht durch. Aber es wäre geil, wenn wir das schaffen, wirklich. Wir haben auch noch gut Items, um jetzt zu sein. Also, nächste Runde gegen AGL heißt. Den Strength will ich nicht sehen. Du bringst den mal um, Billy. Und dann machen wir das Ganze so. Wow, okay, jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Aber. Nee, oh, danach kommt noch eine Phase, Mann. Der Kampf an sich geht auch übel lang, aber ja, was soll ich machen? So. Jetzt komm du mal ran mit deinem Kopf. Oh, Mann. Hat der AGL mehr Defense oder der physisch? Physisch? Ah, nee, ich Idiot. Ich hätte den physisch vielleicht nach links stellen sollen, weil ich aktiviere. Warte mal, den Tag habe ich nächste Runde drin. Dann lass mich hier einen Ghost Usher aktivieren. Ah, ich hätte vielleicht. Ich hätte am besten wäre es, wenn ich LML Cool in die Mitte gestellt hätte. Naja, ich habe jetzt nicht daran gedacht, dass ein Ghost Usher hier. Und ja, ich weiß, ich könnte die App theoretisch neu starten.
Aber das sieht nicht schön aus. Ich mache hier Showcase und so, deswegen, ich will das schöne Aufnahme. Ich könnte, also was passiert, wenn man die App neu startet, wenn ihr eure Runde noch nicht getätigt habt, also wenn noch nicht alle Angriffe haben und ihr die App neu startet, dann fängt ihr von dort an, wo ihr wieder eure Charaktere verschieben könnt und Orbs einsammeln könnt. Aber ja, das ist unschön so in meinem Showcase, finde ich. Ja, genau, deswegen passt das. Ich hoffe, wir schaffen trotzdem. Ghost Usher ist jetzt eins weg. Okay. Wir haben ja aber jetzt unseren Tech-Charakter. Das ist sehr schön. Das freut mich. Das sind noch sehr schöne Orbs für den Elemental Cooler. Verdammt nochmal. Und jetzt stelle ich mir die Frage. Ich habe keine Ultra-Super-Attack. Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich ein Item markieren oder nicht? Der Tech hat Typenvorteil. Der könnte trotzdem viel Schaden bekommen. Verdammt, ich kann es nicht einschätzen, Freunde, ich kann es einschätzen. Es könnte echt nach hinten losgehen. Ich aktiviere einfach mal einen Whiz. Ja. Problem ist halt, dass der Cooler sich auch healt. Unser Gegner. Warte mal. Ah, der Tech durch die Pässe senkt den Angriff. Der Tech wird MVP sein in dieser letzten Runde. Der Tech senkt den Angriff des Gegners für 2 Runden um 20%. Der wird ein MVP sein. Den behalte ich in der Rotation. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, komm schon. Wenn wir das schaffen. Komm schon. Ey, das wäre richtig geil. Und die Sache ist, dieser Elemental Cooler, drop doch mal deine Additional Attacks. Drop doch mal deine Additional Ultis. Was ist da los? Die hat gar keinen Bock drauf heute. Okay. Whis ist aktiviert. Aber wir haben jetzt einen Strength-Charakter am Start. Oh mein Gott. Aber der hielt sich da. Der heißt, der Strength-Charakter bekommt nur einen Angriff. Wieso habe ich den Strength-Charakter so viele Orbs gegeben? Nein, ich habe Boost aktiv, aber ich hätte vielleicht trotzdem Elemental Cooler nach rechts stellen können, dann wäre er aus der Rotation halt. Komm, wir haben ja noch zwei von dem. Auch wenn ich fast Full Life wäre, ich bekomme die Defensive noch drauf. Das Ding ist jetzt aber, dieser Metal Cooler hielt sich. Boah, als ob. Der hielt sich zu viel, Mate. Das liegt legit an Elemental Cooler, an dem Tech Cooler. Die müssen hier. Der muss die Additional Ultis starten und crit 3 Dupes haben beide. Was ist da los? Ansonsten kriege ich den nie im Leben. Sehr schön, nie im Leben runter. Weil er sich die ganze Zeit hochheilen wird. Das ist halt das, was ich schade finde. Keiner von denen hat einen Stun oder sowas. Sunseen haben die nicht. Leider nicht. Der hielt sich auch um den Schaden, den er verrichtet. 15%. Okay, der fängt. Ja, was heißt langsam an? Ich habe noch Boost aktiv gehabt. Oh, Super Attack. Ich glaube, es wird an sich problematisch sein, weil es einfach hochgeht. Und die sind nicht auf 100%. Aber ich glaube, es war trotzdem ein sehr schöner Versuch, wenn wir es im Endeffekt nicht schaffen. Dann war es dann noch auf jeden Fall ein guter Versuch. Und, ja, wir sind noch dran. Let's go, wir sind echt noch dran. Gucken wir mal. Sehr schön. Ja, dass er seinen Angriff senkt, ist so wichtig. Das ist so verdammt wichtig, dass er seinen Angriff senkt. Sehr schön. Also der Tech-Cooler gefällt mir. Der Tech-Cooler gefällt mir. Jetzt zieht er sich wieder. Mach Schaden! Oh mein Gott, wir haben ihn so gesehen nur ein... Oh mein Gott. Freunde, das wird wahrscheinlich viel zu lang dauern. Ich werde mein Bestes versuchen und ich werde mal nach vorne spulen, dass es nicht allzu lang dauert. Oh! Jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden der bekommt. Ja, okay. Der hat's wieder geheilt. Ich glaube, ich. Das Problem ist gerade, dass ich einfach nicht. Ich mach nicht Schaden, der hielt sich hoch. Ich mach zu wenig Schaden mit dem Team. Schade, aber wir sind echt weit gekommen, um ehrlich zu sein. Wir sind verdammt nochmal weit gekommen, aber ich mach einfach keinen Schaden. Wären sie auf 100%, wäre es natürlich besser vom Schaden her und so und so fort, aber wie gesagt, sind sie halt nicht, ne? Leider nicht. Ja, dann schmeißt halt ein Handtuch hier, ich schmeiß das Handtuch, Freunde, wie gesagt. Schade, aber ich mache einfach nicht den Schaden, dass ich die... Also vielleicht hätte ich es geschafft, aber irgendwann werden mir die Items aussagen, es wäre halt wirklich viel vom Zufall abhängig. Dennoch, wie gesagt, in Dokuments schlagen sich gut, auf jeden Fall. Ja, schwierig. Ältere Dokuments schaffen sie sicherlich. Ich habe vielleicht auch viel erwartet von dem Team jetzt. Sie haben sich echt gut geschlagen. Vor allem der Tech hat mir gefallen in den letzten Phasen hier. Aber der hielt sich halt hoch. Würde er sich nicht healen, hätten wir das geschafft. Da bin ich mir sicher. Wir hätten es auch vielleicht geschafft. Aber es wäre sehr viel vom Zufall abhängig, dass Elemental Cooler seine Additional Ultis startet und so weiter und so fort.
Dennoch hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen, Freunde. Wenn ja, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.